Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich so zwei kleine Rustikalbrote und das ist mein erster Versuch, so ein rustikales Brot mit den Gärkörbchen zu backen. Und ich bin voll zufrieden mit meinem ersten Versuch. Das ist richtig gut geworden, sieht schön aus, richtig schöne Muster hat er. Wirklich sehr, sehr zufrieden. Schaut ihr, wie die Struktur von dem Brot ist, so feinpörig, keine großen Löcher in dem Brot. Wirklich sehr schön, sehr schönes Brot. Schaut. Knusprige Kruste und innen dreht er richtig schön, schön weich. Schaut. Ein sehr schönes Brot geworden. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich dieses Brot gebacken, habe ich gemacht mit dem Sauerteig. Aber wenn ihr keinen Sauerteig habt, könnt ihr so ein Päckchen von den Trockenen kaufen und auch dazu machen oder einfach die Brotmalz dazu geben, dann gibt es auch gutes Geschmack. Und dieses Brot backe ich mit dem Roggenmehl und Vollkornweizenmehl. Deswegen ist der auch so dunkel ist, wirklich ein sehr schönes Brot. Kann euch nur empfehlen, mal ausprobieren und würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wie ist das euch gefallen. Und wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Wenn wir Brot backen mit Sauerteig, dann ist das besser immer den Sauerteig abends anstellen, dass er schön über Nacht oder sogar noch länger könnte den Sauerteig arbeiten. Dafür nehme ich immer mein Anstellgut aus dem Kühlschrank und meist nehme ich zwei solche Löffel von meinem Anstellgut. So, das wird ungefähr so bei 50 Gramm. Haben wir 49 Gramm, das reicht. Und den Rest werde ich gleich einfüttern und im Kühlschrank stellen. Mehl und das Wasser habe ich schon abgewogen. Zu meinem Sauerteig gebe ich lauwarmes Wasser. 280 Milliliter habe ich Wasser genommen und 280 Roggenmehl, Typ 1150. Verrühren richtig gut und lassen wir über Nacht einfach ruhen, schön aufgehen lassen, unbedingt mit Deckel zudecken, dass der Teig oben nicht antrocknet. Erstmal aber wirklich gut umrühren, dass keine trockenen Zutaten hier vorhanden. Das Mehl wird alles gut unterrührt. Sauber machen, schön glatt streichen. Deckel drauf und warten wir bis morgen. So, mein Teig steht jetzt schon 14 Stunden und mal schauen, was es hier alles so passiert in unserem Teig. Schaut, er ist schön aufgegangen, riecht angenehm säuerlich. Ich würde auch raten, nicht zu lange es warten, vielleicht bis 16 Stunden, aber dann es eigentlich reicht, dann muss man auch schon runter machen, weil wenn es runterfällt, dann wird das Brot säuerlich. Der wird auch schmecken säuerlich. Sonst jetzt er riecht richtig schön angenehm, fast so kann man sagen, zitronig. Und mache ich meistens nicht länger als 16 Stunden. Schaut ihr jetzt, zeige euch näher. Wie schön ist es aufgegangen und wir haben hier nicht ein Gramm Hefe reingemacht. So, jetzt machen wir unseren Hauptteig fertig. Ich werde es jetzt in meine Maschine machen. Das kann man natürlich auch mit den Hand kneten. Aber wenn man schon so Maschine hat, warum die schonen? So, ich siebe erstmal da meine vorbereitete Mehl und ich habe mir zwei Sorten Mehl vorbereitet. Einmal das jetzt Roggenmehl Typ 1150 und dann ein Vollkornmehl Weizenmehl. Die zwei Sorten. Siebe erstmal durch. Nehmen wir erstmal den Haken ab. Sieben wir erstmal durch, gleich in die Schüssel. Und dann auch den Weizenvollkornmehl. Die Schale geben wir auch rein.
Dazu geben wir noch Salz und in unserer Sauerteig, jetzt fertige Sauerteig, geben wir jetzt Wasser, unser vorbereitete Wasser. Ich gebe jetzt nicht alles, nur für bessere Umrühren, und ein bisschen lasse ich. Und in diesem bisschen gebe ich wirklich so eine ganz kleine Ecke von den Hefe. Es kann man auch ohne Hefe, aber ich mag oder 1 Gramm von den trockenen Hefe dazu geben, dass das Brot etwas mehr luftiger ist. Oder von den frischen, dann mache ich nur einfach so eine kleine Ecke. Und mit so einem Würfel komme ich wirklich sehr lange weiter. Es ist ungefähr, vielleicht wird 2-3 Gramm, mehr wird das nicht. So, verrühre ich es im Wasser. Einfach auflösen, weil es ist dann besser zum Kneten, bevor irgendwo ein Stückchen Hefe irgendwo im Teig bleibt, ist dann nicht schön. Und für die Süße gebe ich ein bisschen Honig. Kann man auch ohne das machen, wenn ihr das nicht wollt. Gut verrühren, dass der Honig sich auch auflöst. Und geben wir jetzt dieses Wasser auch hier dazu. Verrühren wir das. So, da können wir besser von den Schüsseln abmachen. Und geben wir dieses ganze Gemisch jetzt zu dem Mehl. So, die Knete haken wir da rein. Und lassen wir unseren Teig ungefähr so zwischen 8 und 10 Minuten kneten. Und jetzt geht's los. Erstmal die erste Minute, 1-2 Minuten mache ich auf die langsame Stufe, dass es hier auch nicht so toll stäubt. Und dann auf volle Kraft dann die restliche 8 oder 10 Minuten. Ab und zu könnt ihr ruhig die Maschine abstellen und von der Wand runter kratzen, dass alles in den Teig reingeknetet wird und die Schüssel sauber bleibt. So, jetzt machen wir richtig schnell. So, es sind jetzt 8,5 Minuten vergangen. Schauen wir nach unserem Teig. Ist richtig schön geschmeidig. Das wird schon reichen. Holen wir raus und machen wir einfach alles schön von der Wand. Schaut, der ist sehr, sehr klebrig. Ein sehr klebriger Teig. Aber wir werden jetzt keine Mehl dazu machen, sondern lassen wir ihn jetzt erstmal aufgehen. Und dann nach dem Aufgehen müssen wir ihn trotzdem noch einmal kneten. Und da können wir ein bisschen noch Mehl reinkneten, wenn wir das Brot formen. Ich gebe hier am Rand ein bisschen Öl. So einfach glatt streichen, so ein bisschen auch dieses Öl nach oben. Das reicht schon. Und lassen wir jetzt mal unseren Teig richtig gut aufgehen, dass er wirklich deutlich vergrößert sich. Und bei jedem wird natürlich es unterschiedlich sein. Bei einem ist es wärmer, bei anderen ist es kühler. Deswegen so nach der Zeit zu sagen, es ist schwierig. Ich sage euch dann später, wie lange es bei mir gedauert. So, es sind jetzt schon über 2 Stunden vorbei. Und schaut, was für so ein prächtiger Teig haben wir. Wunderbar. So, ich gebe erstmal ein bisschen Mehl auf den Tisch und ich nehme Roggenvollkornmehl jetzt. Kann man einfach Roggen nehmen, weil danach hat man schöne rustikale auch Muster, wenn es den Teig platzt. Geben wir jetzt hier auf den Tisch. Schaut ihr. Wunderbar aufgegangen. Ich backe heute 2 kleinere Brote. Deswegen werde ich jetzt mal den Teig aufteilen auf 2 Teile.
Ich will heute versuchen, in so ein Körbchen meinen Teig zu bereiten. Ich bin in diesem Punkt wirklich Lehrling und wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, würde ich euch nur dankbar sein. Sonst backe ich immer nur oder in Form oder gerne in meinem Topf mit dem Deckel. Aber ich möchte gerne versuchen, auch so zu backen und werden wir backen auf den überdrehten sozusagen Blech. Pizzastein habe ich nicht, deswegen möchte ich versuchen, heute so. Und ihr seid dann meine Zeuge, ob es das ich schaffe, ob ich es richtig mache oder nicht. Freue mich danach auf eure Kommentare. So, ich habe nur ein so ein Körbchen und da habe ich mir einfach ein geflüchtete Körbchen genommen und den Stoff, welcher kam mit dieser Form. Habe ich abgenommen und hier drauf gemacht. Habe ich schon bemehlt und hier gebe ich dann auch reichlich Mehl und man schaut, was ich da schaffe. Dieses Körbchen ist etwas kleiner, deswegen nehme ich etwas kleinere Teil und etwas andere wird ein bisschen größer. Und dann werde ich jetzt erstmal kneten. Erstmal werde ich den großen machen, dass ich ihn an die Seite ein bisschen schieben kann, mit ein bisschen mehr Mehl. Der Teig ist wirklich sehr klebrig, deswegen müssen wir ein bisschen mehr mit Mehl arbeiten. Und am besten, wenn ihr das Roggenmehl nimmt, jetzt zum Kneten, als Weizenmehl. Etwas ein bisschen kneten, so ein bisschen auch rund. Ich kann ein bisschen mehr Mehl geben. So, und mit diesem Verschluss machen wir jetzt nach unten und schleifen auf dem Tisch. So, sieht toll aus. Mit dem Verschluss lege ich jetzt in meine Schale. Wunderbar, hoffentlich jetzt nicht zu klein. Mal schauen, meine Experimente immer. So, und dann die größere werden wir auch jetzt kneten. Der Teig wie eine Knete, so weich, liebe Freunde, richtig so angenehm in die Hand. Kann man gar nichts vorstellen, euch kann man gar nichts euch rübergeben, wie toll ist der Teig. So ein bisschen Hände abreiben, aber das nehme ich nicht mehr in den Teig. Das ist ziemlich so eine harte, grobe Stücke. Auch ein bisschen Mehl dazu geben, dann mit Verschluss nach unten. Ein bisschen schleifen. So, auch in die Körbchen. Mit Mehl brauchen wir nicht mehr bestäuben, es ist wirklich genug Mehl da. Jetzt mache ich erstmal meinen Tisch sauber. So, den Teig haben wir jetzt aufgeteilt. Decken wir ihn zu, dass er nicht antrocknet. Und ich mache ein paar Tropfen Öl auf die Folie, auf die Seite, welche zu Teig kommt. Und decken wir das zu. Natürlich auch ein Tuch machen wir drauf. Und lassen wir nochmal in kurz aufgehen. Ihr werdet das sehen, dass er ein bisschen so aufgeht. Vielleicht ist das 40 Minuten, vielleicht ist eine Stunde. Bei jedem wird es unterschiedlich. So, es sind jetzt 40 Minuten vergangen. Ich habe den Teig in den Backofen gestellt und Backofen so ungefähr für 25 Grad aufgewärmt und dann nur mit der Lampe stehen gelassen. Schaut, wie toll sieht er aus. Und jetzt ist Zeit zum Backen. Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und die beiden Bleche sind auch jetzt im Backofen. Die sollte heiß sein. So, jetzt, ich hoffe, dass ich es hinbekomme und sehr gut mein Brot auf den Blech bringe. So, das Blech ist sehr heiß. Vorsichtig. Und versuche jetzt mein Brot so rauszunehmen und mich nicht verbrennen auf dem Blech liegen. Und genau so auf der zweite. So, super. Schön.
schieben wir jetzt in den Backofen. Ja, ganz schön eng in meinen Backofen. Und hier unten habe ich hingestellt auch ein Blech, auch mit Vorheizen, und gebe jetzt so einen Schuss Wasser. Schnell zu und backen wir unser Brot ungefähr so 50, 60 Minuten. Schaut bitte, liebe Freunde, selber nach Art eures Ofens. So, es sind jetzt 55 Minuten vergangen und klingt gut. Das reicht schon. Ich habe nach 30 Minuten den Blech von dem Wasser entfernt, weil das Wasser war auch schon verdünstet, und habe Brote auch ein bisschen mit Papier abgedeckt, dass sie nicht zu schwarz werden. Sehen wunderbar aus. Schaut, wie schönes Gerissen. Richtig schön. Jetzt sollen wir unsere Brote abkühlen und dann schneiden wir die an. Der Aussehen ist wirklich schön. Jetzt dann noch der Geschmack-Test. Und ich hoffe, dass diese zwei Brote mir sehr gelungen, weil das ist mein erstes rustikales so ein Brot auf so eine Art zu backen. Bin sehr gespannt. So, meine Lieben, unser Brot ist abgekühlt und jetzt können wir ihn anschneiden und schauen, wie es innen drin aussieht. Schaut, richtig schön fein, puriges Brot. Richtig schönes Brot geworden. So, noch eine Scheibe. Schaut. Wunderbar. Riecht sehr schön. Und wenn wir mit dem Sauerteig backen, dann ist auch unser Brot ziemlich länger frisch als sonst. Er schimmelt auch im Sommer nicht so schnell wie das andere Brot. Es ist wirklich ein schönes Brot geworden. Bin ich voll zufrieden mit meinem ersten Versuch, so ein rustikales Brot zu backen. Geht dann zu den Kindern zur Probe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und danach einen guten Appetit, dieses leckere Brot zu genießen. Richtig schöne Roggenmischbrot geworden. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!